これから先ずっと生きていく中で私がやりたいことって meine Idee war ja, dass mir das mit dem Atelier gemeinsam mit Ill sehr gut gefällt. Die zweite Wahl wäre halt, dass Firis natürlich auch nicht alles eine einzelne Sache machen kann. Aber ich nehme jetzt mal das, ich werde Alchemie meistern.
dieser Abspann ist doch ein schöner Hinweis schon auf das nächste Spiel, auf die ganzen Gemälde. ある日出会った錬金術という不思議な力。長い旅を経て、フィリスはすっかりその力に魅了されてしまいました。彼女の目標は錬金術を極めること。そのために彼女は今日も研究に励みます。やあ、今日も精が出るね。Ach so, genau, Meistern der Alchemie hat natürlich gar nichts mit Ill zu tun. Da habe ich jetzt quasi das andere Ende ausgewählt. Aber das ist auch sehr interessant. Jetzt arbeiten wir quasi mit Meklet und Atomina zusammen. Wer hätte das gedacht? Was stellst du denn diesmal her? Heute stelle ich eine Medizin her, die das Glück verbessert. Und warum das, wenn wir fragen dürfen? Leute wären doch glücklicher, wenn sie mehr Glück im Leben hätten. Es fühlt sich doch großartig an, wenn man in einer Lotterie gewinnt. Die Kraft der Alchemie bietet so viele großartige Möglichkeiten. Und du versuchst jetzt so etwas Triviales? Hey, das ist gemein. Aber ist es denn wirklich so übel? Es scheint so, als ob ihre Alchemiefähigkeiten sich ständig verbessern. Tja, wo wird sie eines Tages einmal enden? Wir sind schon sehr gespannt, das zu sehen. Aber wir sollten ihr das nicht sagen. Nicht, dass die beiden doch noch ihren geheimen Masterplan verfolgen. Mit ablativer Alchemie. Na okay, dann schmeiße ich das jetzt weg, dann mache ich einen noch fantastischeren Gegenstand. Ja, das ist eigentlich nicht das Ende, was ich mir jetzt ausgewählt hatte in meinem Kopf. Wir gucken uns nachher nochmal, also in den folgenden Tagen, die anderen Enden an. Und das vielleicht beste Ende von denen, die ich freigespielt habe, wird wohl das sein, dass eine Sache alleine nicht ausreicht, dass sie mehrere Sachen machen möchte. Damit machen wir dann einen Anfang und dann kommt halt der Laden mit Ill zusammen. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Und dann nach und nach die anderen Sachen. So in der Rangfolge, wie ich das dann entschieden hätte, wenn man jetzt sagt, das eine geht halt nicht, dann machen wir halt das andere. Und wenn das nicht geht, dann machen wir halt das und so weiter. Bis am Schluss dann das ist, was ich am wenigsten gerne machen würde mit der Zukunft. So, aber jetzt gucken wir uns noch mal eben kurz an, wie das Spiel weitergehen würde. Also was man übernimmt in ein New Game Plus. Und was es für extra Möglichkeiten gibt, genau.
Nimm ruhig den, ist egal. So, Extras, was haben wir denn da Schönes? Oh, da fehlt mir aber noch so viel, was ich alles nicht gesehen habe. Ist ja Wahnsinn. Ich habe ja bestimmt ein Drittel nicht gesehen. Die Movies haben wir alle. Aber was waren das noch für Sachen? Okay. Ah ja. Ach okay. Das war jetzt mein Ende zum Beispiel, was ich mir ausgewählt habe. Das kann natürlich sein, dass jetzt hier noch andere Enden sind. Und deshalb hier noch relativ viel fehlt. Wenn jedes Ende hier eben auch noch ein Bild bietet, dann fehlen mir vielleicht effektiv ja so 10 bis 20% nur. Das geht dann noch. Okay. Bonusstimmen, ja, ich glaube, da machen die Voice Actor noch so ein paar Sachen, also die erzählen halt noch ein paar Sätze oder so. フィリスのアトリエ不思議な旅の錬金術師をクリアしたんですね。おめでとうございます。と主人公のフィリスの役をやりました。本土楓と言います。どうも、どうもども。あまり考えずに録音を始めさせ、皆様どうも。イルメリアフォンライウェバー役金子彩香です。 So viele Leute. Was macht der denn hier? Den haben wir im ganzen Spiel nicht gesehen. Irrちゃんという一言お願いします。というわけで、ジュリオセバルト・レーデンシャフト役、オーカ元気です。まあ、神そうな名前だね、ジュリオ。前も言ったね、ジュリオって言うと不思議な名前だ。 Okay, und jetzt beim New Game, was würde an Sachen übernommen werden? Na, nee, das wäre jetzt schlecht. Sorry, muss ich kurz eben schneiden. Ich hätte wahrscheinlich Load Game sagen sollen, das Clear Save. Sorry. So, jetzt zweiter Versuch für ein New Game Plus. Load Game natürlich. So, hier stehen die Sachen, die wir übernehmen können. Also erstmal das Geld. Da könnte man jetzt natürlich noch vorher Sachen verkaufen, um noch mehr Geld zu kriegen. Aber ich denke, 400.000 Kohl reicht schon eine Weile. Dann unsere Kampfausrüstung übernehmen wir, wo allerdings nicht die Erkundungssachen bei sind. Also unseren Besen behalten wir nicht und unsere Laterne und solche Sachen. Dann behalten wir, das ist ja sehr geil, die Erfahrung zum Herstellen bestimmter Gegenstände. Also das heißt, nehmen wir mal an, wir haben jetzt so ein Uni-Bag, also diese Bombe hergestellt. Und den haben wir jetzt auf Silberrang, dann behalten wir den Silberrang. Wenn wir das auf Goldrang haben, behalten wir den Goldrang und so. Das heißt, wir können schon von Anfang an nicht mehr Sachen herstellen, aber eben die Sachen, die wir herstellen können, etwas besser herstellen können. Dann unsere Atelier-Deko-Sachen, die wir haben. Das heißt natürlich auch entweder die Container oder aber eben auch diese Sachen, mit der wir unsere Synthese noch beschleunigen können. Kostüme behalten wir. Und das ist natürlich erst, sobald wir hier aus
Ertona raus sind und dementsprechend dann auch die Möglichkeit haben zum Kostümwechsel. So, und wenn man jetzt den Ertona-Prolog noch auslässt, dann fangen wir wo an? Okaerinasai. Zuibun to osokatta yō desu ga. Jitsuwa. Ja, ich klicke jetzt einfach mal weiter. Ich will mal wissen, wo es jetzt losgeht. Naru. Hai. Oh. Koko de netomari sureba yōi no. Okay, es geht bei der Abreise los. Ja, kimari. Kyō wa. Kyō wa yukkuri oyasu. Nee, doch nicht abreisen, sondern wir müssen jetzt erstmal unser Ziel erfüllen, Alchemie zu lernen. Gut. Den Text will ich halt überspringen, weil ich nur wissen will, wie wäre jetzt die Synthese. Okay, ganz basic Synthese lernen. Okay, das mit den Ringen kann man jetzt noch nicht sehen. Okay, aber das Prinzip ist klar geworden. Das heißt, man könnte jetzt von Anfang an schon noch viel bessere Sachen herstellen. Oh, wie das hier aussieht. Das ist ja echt ganz ungewohnt jetzt. Es ist so lange her, dass wir hier noch das Basisatelier hatten, ohne Leute, ohne Einrichtung. Auch wann haben wir dieses Kleid zuletzt getragen? Ich weiß es nicht. Muss ein Jahr her sein ungefähr, also Realzeit fast. Naja. Jedenfalls könnte man jetzt dann schon sehr viel effektiver bestimmte Sachen herstellen. Das fände ich dann interessant, wenn man jetzt sagt, man spielt das Spiel halt ganz normal durch und lässt bestimmte Side-Events aus und jetzt hat man dann halt die Möglichkeit, diese Side-Events noch zu erledigen. Möglicherweise gibt es aber auch eine Art True-Ending, das weiß ich nicht, was man halt nur im zweiten Durchspielen erreichen kann, das ist natürlich auch möglich. Aber für mich selbst war dieses Spiel schon ein Tick zu lang, muss ich sagen. Mir hätten theoretisch 150 Folgen gereicht oder so, irgendwo im Bereich zwischen 100 und 150 Folgen. Das wäre ein schönes Spiel. So war es jetzt halt ein Tick zu lang, ist nicht schlimm. Aber es jetzt nochmal durchzuspielen, wäre mir echt zu viel. Vor allen Dingen, weil in gut zwei Monaten ja schon, also in zweieinhalb Monaten, der Nachfolger rauskommt. Und da ist ganz gut, dann auch ein bisschen Pause zu haben. Obwohl ich jetzt schon richtig Lust hätte, den Nachfolger direkt weiterzuspielen. Aber das geht ja noch nicht. Aber es ist ganz gut, wenn man dann halt mal ein bisschen Abstand von Atelier hat. Und dann ist die Freude umso größer, wenn man es dann wieder spielen kann. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Ende, hoffe ich. Was denn sein wird. Eine Sache reicht Firis nicht. Sie möchte alles machen. Also bis dann. Tschüss.